In den folgenden Videos schauen wir uns verschiedene Klimaanpassungsstrategien in der Region Vlies-Kaunertal an. Wir werden uns drei Projekte genauer anschauen und Frau Uli Totschnig wird uns durch die Projekte begleiten. Und ich darf bitten, dich jetzt kurz vorzustellen. Ja, hallo, ich bin die Uli, ich bin Biologin, ich lebe da in Vliers und bin seit 2017 die Koordinatorin der KLAR-Kaunergrad. KLAR steht für Klimawandel-Anpassungsmodellregion. Das ist ein sehr sperriger Begriff, deshalb lieber die Kurzform KLAR-Kaunergrad. Die KLAR-Regionen, das sind ein Programm des Klima- und Energiefonds. Und der betreut eben im Auftrag des Klimaministeriums die Regionen in der Klimawandelanpassung. Und in diesen KLAR-Regionen sollen eben ganz gezielt Maßnahmen gesetzt werden für die Klimawandelanpassung. Und wir sind eben eine davon. Ja, wir sprechen jetzt hier über den Klimawandel und wie sich der regional auswirkt. Wie ist denn so die Ausgangssituation hier in der Region? Ja, Philipp, man könnte es heute fast nicht glauben, gell? Aber wir sind hier in einer inalpinen Trockenregion. Wir haben wirklich einen sehr, sehr geringen Jahresniederschlag von 700 Millimeter, der sehr wenig ist, weil wenn du im Vergleich dazu denkst, St. Anton am Arlberg wäre da jetzt nicht weit in der Luftlinie, hat 2000 Millimeter Jahresniederschlag, also inalpin und sehr trocken ist es bei uns. Natürlich gibt es topografische Unterschiede auch. Wir sind von 800 Meter bis 3500 Meter, die Gipfel am Kaunergrad. Da gibt es natürlich auch klimatische Unterschiede, natürlich, aber der Niederschlag als wichtiger Parameter im Klima ist sehr gering bei uns. Gut, jetzt kennen wir die Ausgangssituation und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gibt es Prognosen, wie sich das in der Zukunft verändern wird? Also die KLAR-Regionen werden von der ZAMG, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, begleitet, beziehungsweise wurden gerade zu Beginn 2017 sehr stark von ihnen unterstützt. Die ZAMG hat uns geholfen, einmal einen Ist-Zustand zu erheben über die wichtigsten Klimaparameter und dann aber auch eine Prognose, gell, für die bis 2050. Und da durften wir als Region auch Wünsche äußern, welche Parameter für uns wichtig sein. Da geht es natürlich um Niederschlag und um Temperatur, aber natürlich bei uns gibt es halt auch andere Parameter, die wichtig sein, wie zum Beispiel das Einsetzen der Vegetationsperiode. Wie verändern sich die Frühjahrsfröste? Werden die weniger, werden die mehr? Wie verhaltet sich es mit Sonnentagen im Herbst? Könnte touristisch ein wichtiger Faktor sein. Genau, also da hat uns die ZAMG unterstützt und die wichtigen Prognosen jetzt, gell? Also die Jahresmitteltemperatur als wichtigster, denke ich mal, klimatische Parameter, den haben wir da in der Region so um 6,5 Grad Celsius. Das ist die Jahresmitteltemperatur, Sommer wie Winter, Tag wie Nacht gemittelt, gell? Das ist ein Mittelwert über die letzten 30 Jahre. Und der soll bis 2050 auf 8 Grad Celsius ansteigen. Auch wieder natürlich gemittelt, ist ein ungefährer Wert. Von 6,5 auf 8 Grad, 1,5 Grad Zunahme. Das klingt jetzt nicht noch so viel, weil wenn man sagt, okay, hat es 30 Grad oder 31 Grad, der halb, ist jetzt nicht so relevant. Aber eben, das ist kein Maximalwert oder keine Spitze, sondern das ist ein Mittelwert. Und von 6,5 Grad auf 8 Grad, das ist sehr, sehr viel. Eine sehr, sehr starke Zunahme der Jahresmitteltemperatur. Dann beim Niederschlag, da sind die Prognosen nicht so eindeutig. Die Daten der ZAMG weisen darauf hin, dass der Niederschlag in unserer Region sogar ein bisschen zunehmen könnte. Auf alle Fälle wird er nicht abnehmen. Aber das Niederschlagsregime verändert sich. So ein leichter Sommerregen über mehrere Tage, das wird sich halt nicht mehr so spielen wie früher, sondern wir merken halt bei uns halt schon Zunahme von Trocken- und Hitzeperioden auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann Starkniederschläge, wo innerhalb von Stunden wirklich der Himmel die Schleusen öffnet und wir extreme Niederschläge dann haben. Eine andere Prognose vielleicht für den wichtige wäre der Beginn der Vegetationsperiode. Den haben wir jetzt schon um zwei Wochen früher wie noch vor 20, 30 Jahren. Und der wird halt bis zum Jahr 2050 sich noch weiter in den Frühling verlegen. Das heißt eben, die Vegetation wird dann vielleicht auch schon Ende März anfangen, richtig auszutreiben. Ja, das ist ein wichtiger Parameter, gerade in der Landwirtschaft. Okay, jetzt wissen wir, worauf wir uns irgendwie zubewegen. Mich interessiert jetzt noch, merken wir schon oder merkt ihr schon hier in der Region Vlies-Kaunertal die ersten Auswirkungen des Klimawandels? Natürlich merken wir in unserer Region auch schon sehr viel davon. Beispiel dieser heiße Juni.
die Zunahme an Trock- und Hitzenperioden ist ja bei uns sehr stark spürbar. Eine andere wichtige Auswirkung ist die Zunahme an Massenbewegungen. Also unter Massenbewegungen, da versteht man darunter Steinschlag, Muren, Lawinen. Auch die haben sich in den letzten Jahren gemehrt und das merkt man natürlich schon. Der Vegetationsbeginn, der sehr viel früher einsetzt, ist für die Obstbauern gar nicht so, also man könnte ja meinen, es ist ja super, wenn es viel früher anfängt zu treiben, es gibt mehr Biomasse, ist ja gut. Natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es für die Obstbauern gefährlich, weil im Mai kommen immer nur die Frühjahrsfröste und die werden ja trotz Klimawandel bleiben. Sie werden zwar weniger werden, aber es wird Frostnächte geben. Und wenn der Obstbaum in voller Blüte steht und dann mehrere Tage hintereinander die Nächte sehr, sehr eiskalt werden, dann kann es sein, dass die Obstblüten abfrieren und dann die Ernte kaputt ist. Und mir hat bei einem Projekt ein Bauer ganz eine nette, einen Spruch von früher, eine Bauernregel gesagt. Der hat zu mir gesagt, Märzengrün muss man in den Boden zurückschlagen. Und ich habe dann gedacht, was, ja, soll ich? Und dann hat er gesagt, ja, weil wenn das Gras, alles Gras im März zu früh rauskommt, das wird im April oder Mai abfrieren und dann hat er kein Heu mehr. Das habe ich gedacht, das ist eigentlich auch interessant, das betrifft nicht nur die Obstbauern, auch die Grünlandwirtschaft braucht im März noch nicht den frühen Vegetationsbeginn. Gut, das waren jetzt ein paar von den Auswirkungen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das erste der drei Projekte an und bleiben wir vielleicht bei der Thematik, wo gehen wir jetzt hin? Genau, wir bleiben beim Niederschlag. Wir schauen uns als erstes als Projekt an Regenwasserspeicher und dazu gehen wir gleich zu einem Bauernhof da in Fliers, der bei dem das Projekt da umgesetzt worden ist. Gut. Und die Leute haben da einen doppelten Projekt mitmachen. Genau. Wir haben jetzt einiges über die veränderten Niederschlagsdynamiken im Tiroler Oberland erfahren und ich stelle mir jetzt die Frage, was sind so die Klimaanpassungsstrategien hier vor Ort? Wir haben in unserer Region ein Projekt gestartet zum Thema Regenwasserspeicher. Es geht in dem Projekt darum, dass Regenwasser gesammelt und genutzt wird, dass Trinkwasser gespart wird und dass Regenwasser zurückgehalten wird bei Starkregen und damit der Kanal entlastet wird. Wie habt ihr denn versucht, die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot zu nehmen bei diesem Projekt? Wir haben natürlich Öffentlichkeitsarbeit gemacht, in den Gemeindezeitungen, in den regionalen Medien und versucht, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sie hier einen wichtigen Beitrag leisten könnten zum Thema Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Aber es geht natürlich auch immer ein bisschen ums Geld und gerade beim Thema Wasser ergibt sich für die Leute da ein doppelter Nutzen, weil die Leute zahlen hier für das Trinkwasser, also je mehr Trinkwasser man nutzt, umso mehr Abgaben zahlt man. Die Leute zahlen aber auch für das Wasser, das in den Kanal ableiten, also für das Abwasser sozusagen. Und auch da, wenn je weniger Wasser in den Kanal ableite, umso weniger Abgabe zahle ich. Also ein doppelter finanzieller Nutzen auch für die Leute, da mitzumachen. Und natürlich waren die Regenwasserspeicher auch gefördert. Also es war auch attraktiv, sich seinen Tank anzuschaffen im Rahmen des Projektes. Und wie schaut das jetzt technisch im Detail aus? Was sind das für Tanks und wie funktioniert das? Also es sind große Kugeltanks mit 2000, 4000, 6000 Liter, also verschiedene Modelle. Und die Leute müssen die auf ihrem Grundstück eingraben, die sind unterirdisch sozusagen. Die haben eine Pumpe dabei, einen Filter und natürlich auch eine Retentionsdrossel. Und das Wasser wird einfach auf den Dachflächen oder auf den versiegelten Flächen rund ums Haus gesammelt, in diesen Kugeltank eingeleitet und kann dann von den Leuten ganz normal über den Gartenspritzer dann genutzt werden, um das Gemüsebeet zu gießen, um das Auto zu waschen, um landwirtschaftliche Geräte zu reinigen oder auch für andere landwirtschaftliche Zwecke. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns das mal im Detail an. Was sind denn die Zukunftsperspektiven und die überregionale Bedeutung des Regenwasserprojektes? Wir haben jetzt in unserer Region in den letzten Jahren
über 80 Tanks installiert mit einem Gesamtfassungsvermögen von ca. 300.000 Litern. Das klingt vielleicht jetzt nicht so viel, wenn man an einen Inn denkt oder wie immer. Aber man muss natürlich auch daran denken, die Gemeinden am Flussunterlauf werden froh sein, wenn die Gemeinden am Flussoberlauf ihre Hausaufgaben machen und bei Starkregen möglichst viel Wasser zurückhalten können. Von dem her hoffen wir schon, dass dieses Pilotprojekt dann noch weitere Kreise ziehen wird und vielleicht noch mehr Gemeinden oder mehr Haushalte noch mitmachen. Und wer weiß, vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt, sind wir mal sozusagen der letzte entscheidende Zentimeter, ob bei einem Starkregen die Innsbrucker Altstadt im Wasser versinkt oder nicht. Vielleicht ist die nächste Generation, was am Zug ist, ein bisschen weiter vor der Entwicklung, dass sie das eigentlich in den Griff kriegen. Wir müssen anderen Zeit. Als zweites Projekt schauen wir uns das Projekt Klimafitter Wald an. Wir sind hier zu Gast bei Harald Mainolo, der ist Experte in diesem Bereich und ich darf dich erstmal bitten, dich vorzustellen. Ja, wie gesagt, Harald Mainolo bin ich. Ich bin Förster in der Forstinspektion Landeck und bin in der Klarregion eigentlich der zuständige Förster. Mein Gebiet umfasst 8 Gemeinden. Ja, wir befinden uns hier im Wald und ich stelle mir jetzt als erstes die Frage, was ist denn die Funktion des Waldes hier in der Region? Hier in der Region reden wir vor allem von Schutzwald. Der Wald hat ja generell verschiedene Funktionen. In Ostösterreich ist vor allem die Wirtschaftsfunktion oder auch, man nennt das auch Wohlfahrtsfunktion, wenn der Wald das Wasser filtert. Aber hier in der Region haben wir vor allem Schutzwald. Im Bezirk Landeck ist ein extrem schutzwaldlastiger Wald, also wir haben da über 80% Schutzwald. Und dieser Wald schützt vor allem Infrastruktur und Häuser unterhalb. Deswegen müssen wir ganz extrem auf unseren Schutzwald achten. Ja, im Zuge des Klimawandels gibt es verschiedene Prognosen, wie sich der Klimawandel verändern wird. Was ist denn die Prognose für das Ökosystem Wald hier in der Region? Ja, hier in Landeck haben wir vor allem Fichtenwälder. Das sind natürliche Fichtenwälder und keine von Menschenhand geschaffene, sprich Monokulturen. Bezirk Landeck hat ca. 80% Fichte. Was den Klimawandel betrifft, hat die Fichte einen riesen Nachteil. Die Fichte ist ein Flachwurzler. Und dadurch kann relativ schnell passieren bei erhöhten Temperaturen, erhöhte Verdunstung und auch weniger Niederschlag, dass die Fichte relativ schnell zu wenig Wasser kommt und dadurch sehr anfällig wird gegenüber dem Borkenkäfer. Und gibt es denn auch schon heutzutage Auswirkungen des Klimawandels, die ihr hier im Wald auch schon beobachtet? Ja, eben. Auch wie gesagt, der Borkenkäfer spielt bei uns eine große Rolle. Nicht so wie in Ostösterreich, wo wir hektarweise oder hunderte hektarweise den Wald schon verlieren oder verloren geht, ist das in Lande Gott sei Dank noch nicht so weit, aber wir müssen da extrem aufpassen. Der Borkenkäfer bei erhöhten Temperaturen verkürzt die Entwicklungsdauer vom Borkenkäfer. Sprich, wenn früher der Borkenkäfer eine Generation entwickelt hat, kann es bei uns auch schon passieren, dass er bis zu 3 Generationen entwickeln kann und dadurch eigentlich eine Massenvermehrung entsteht. Haben wir jetzt Gott sei Dank noch keine gehabt, aber es könnte mit relativ vielen warmen Sommern hintereinander so weit kommen. Ja, es gibt hier das Projekt Klimafitter Wald. Mit verschiedenen Maßnahmen probiert ihr hier die Wälder klimafit zu machen. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal das Projekt im Detail an. Ja, wir sehen es da eben in einer sogenannten zukünftigen Mutterbauminsel. Das haben wir über das Projekt gemacht, über das Klarprojekt ist es gemacht worden. Auch im restlichen Bezirk von Landeck, da haben wir 90 solche Zäune errichtet. Hier soll man nachher eigentlich die klimafitten Bäume und auch die Mischbäume der Zukunft, die Mutterbäume der Zukunft entstehen. Zum Beispiel schauen wir da, dass wir hier sehr trockenresistente Baumarten reinbringen. Und da wäre eine zum Beispiel für unsere Region sehr angepasste Baumart, die Traubeneiche, die wir hier sehen. Oder
Die kommt aus einer lokalen Herkunft, die Traumeiche. Die ist ein anerkannter Saatgutbestand im Bezirk Landeck und auf einen extrem trockenen Hang. Und die kann sehr gut auch mit der Trockenheit umgehen. Ist ein Tiefwurzler. Ziel des Projekts ist es, unseren Wald klimafit zu machen. Und da brauchen wir erstens trockenresistente Baumarten und zweitens wollen wir die Mischung im Wald erhöhen und nicht nur mehr die Fichte mit 80% in unserem Wald stehen haben. Und da setzen wir vor allem die trockenresistenten Baumarten wie die Traubeneiche oder auch die Weißtanne und auch die Mischbaumarten wie Vogelkirsche, Bergahorn und so weiter. Also. Welchen Vorteil hat denn zum Beispiel eine Eiche hier im Gegensatz zu einer Fichte zum Beispiel? Ja, wie vorher schon gesagt, also die Fichte ist ein Flachwurzler und wenn der Boden austrocknet, oberflächlich, dann bekommt die Fichte relativ schnell kein Wasser mehr. Da haben die Traubeneichen oder die Weißtannen den Vorteil, dass sie Tiefwurzler sein und relativ lang von aus den tiefen Bodenregionen Wasser rausziehen können. Deswegen glauben wir, dass eigentlich diese Baumarten für besonders trockenresistent sein. Wir haben nachher auch noch zwei sozusagen Ausländer. Die kommen von Südtirol. Vor 120 Jahren wären sie noch keine Ausländer gewesen, inzwischen sind sie welche. Das ist die Blumenesche oder Manneresche und die Pflaumeiche. Und die Pflaumeiche ist noch besonders trockenresistent oder noch besser trockenresistent als die Traubeneiche. Ja, so noch als kurzer Ausblick in die Zukunft. Wir stehen jetzt hier in der Mutterbauminsel. Wir sehen, die Bäume sind noch relativ klein. Wann können wir denn erwarten, dass die Bäume Mutterbäume werden? Ja, jetzt die Laubgehölze, was wir da haben, die fangen sicher schon nach 30 Jahren fruchtifizieren an und können Samen machen. Die Weißtanne wird ein bisschen länger brauchen, die wird vielleicht 60 Jahre brauchen. Und dann sollten sie sich in den restlichen Bestand ausbreiten können, natürlich. Harald, ich bedanke mich vielmals für deine Ausführung. Bitte, gerne. Das Bergmacholder werden ja vom Weidevieh gemieden, also die schauen da nicht zu, die bleiben dann mit Abfressen eben etwas weiter weg und der Wacholder wächst in alle vier Richtungen weiter und es geht sozusagen Weidefläche eben auch wieder verloren. Wenn die Steilheit dann auch zunimmt, dann habe ich auch den Effekt von Schneegleiten. Als drittes Projekt zur Klimawandelanpassung hier in der Region schauen wir uns heute jetzt die klimafitten Almen an. Wir sind hier zu Gast bei Peter Frank und Peter, ich möchte dich bitten, dich zuallererst mal vorzustellen. Ja, ich bin der Peter Frank, ich bin Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Tirol, ich bin Bezirksstellenleiter in Landeck und bin in meiner Rolle immer wieder auf Almen unterwegs, bei die Betriebe draußen und ich darf vielleicht im Vorspann ein bisschen die Landwirtschaft im Bezirk Landeck vorstellen. Wir sind der extremste Bergbauernbezirk in ganz Österreich. Wir sind sehr klein strukturiert. Unsere Betriebe haben im Durchschnitt 5 Hektar Heimbetriebsfläche, was sie bewirtschaften, in sehr extremer Lage. Also wir haben praktisch 3/4 für die Betriebe in der Zone 3 und 4, also wirklich die extremste Bergbauernzone. Und wir haben dazu noch für die Strukturen das so, dass wir einfach praktisch zu 100% im Nebenerwerb sind. Wir haben nur mehr wenige, die im Haupterwerb das Ganze bewirtschaften. Und auch von dem Gesichtspunkt her spielt auch die Almwirtschaft eine große Rolle. Ja, du hast jetzt schon ein, zwei Mal die Almwirtschaft angesprochen. Es wäre jetzt vielleicht mal ganz nett, wenn du erklären würdest, was ist die Funktionsweise hier der Almen und welche Leistungen bringen die und vielleicht noch mit dazu, wo wir hier stehen und was wir hier auch sehen können. Also die Almwirtschaft ist ein wesentlicher Teil der Berglandwirtschaft. Man muss sich vorstellen, ein Drittel von der Futtergrundlage holen die Tiere von den Almen runter. Also die grasen da wirklich wertvollstes Weidegras ab. Aus der Sicht von Tierwohl gibt es nichts Besseres, als wir Aufenthalt auf der Alm für die Tiere. Die sind praktisch Tag und Nacht draußen, können sich frei bewegen. Also von Tierwohl her gibt es also nichts Besseres. Man muss auch wissen, dass bei uns da praktisch die gesamten Rinder
Jungrinder auf die Alm getrieben werden. Die werden also nicht über den Sommer auf die Heimbetriebe belassen. Und auch die Kühe gehen zum Großteil auf die Alm rauf. Das heißt, jetzt aus landwirtschaftlicher Sicht ist natürlich die Alm eine ganz wichtige Produktionsgrundlage. Es gibt aber auch weitere ganz wesentliche Leistungen, die ich auch ansprechen will. Das ist einmal aus der Sicht der Biodiversität. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, die einfach darlegen, dass dort, wo beweidet wird oder dort, wo auch gemäht wird, die Artenvielfalt höher ist, als wir dort, wo es Brachflächen gibt, dort, wo Flächen brach liegen, nicht beweidet werden, haben einfach dann konkurrenzstarke Arten sozusagen die Oberhand und konkurrenzschwache Arten verschwinden dort. Das kann man dann auch beispielhaft noch anschauen. Also aus der Sicht der Biodiversität leisten bewirtschaftete Almen einen ganz wesentlichen Beitrag. Es kommt dann auch für die Gebirgsregion ein wichtiger Punkt dazu, das ist der Schutz vor Naturgefahren. Beweidete Flächen wirken sich einfach positiv auf den Wasserhaushalt aus. Der Oberflächenabfluss auf beweideten Flächen ist einfach viel, viel geringer als wir auf Brachflächen. Da spricht man dann von sogenannten Strohdacheffekt, wenn sich nicht abgeweidete Grasflächen hinlegen wie ein Strohdach, dann habe ich einfach einen Oberflächenabfluss und ich habe dann im Winter auch das berühmte Schneegleiten, wo es zu Rutschungen kommt, wo es dann zu Erodierung kommt und dann haben wir eben diese negativen Einflüsse, die da im Gebirgsland spürbar sind, aber auch dann in der Ebene draußen, wenn sich dort einfach Wassermassen dann ausbreiten und dort unterwegs sein, wo sie nicht hinkommen. Ganz ein wichtiger Punkt für die Almwirtschaft oder was die Almwirtschaft für eine Leistung bringt, ist der Bereich als Wirtschaftsraum. Ich sage, das ist ein Erholungsraum für Einheimische und Gäste. Durch die Almwirtschaft entsteht eine vielfältige, strukturierte Landschaft. Man hat Flächen, wo es einen Wald gibt. Dann hat man wieder offene, weite Flächen, wo man sich auch hinhocken kann und einen Ausblick genießen kann. Es ist einfach Erholungsraum für Einheimische und Gäste. Und Almen sind auch Kulturgut. Gell? Die sind über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, entstanden. Man identifiziert sich mit der Almwirtschaft, also die Landwirtschaft identifiziert sich ganz stark mit der Almwirtschaft und das ist ein ganz wertvolles Kulturgut, das wir natürlich unbedingt erhalten wollen für die Zukunft. Gut, jetzt wissen wir der Status quo, die Rolle der Almwirtschaft hier in der Region. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Klimawandel. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was verändert sich hier durch den Klimawandel? Ist das irgendwie, macht sich das schon bemerkbar hier in der Almwirtschaft? Also das macht sich sehr, sehr deutlich bemerkbar. Man muss einfach auch wissen, Almen spielen sich bei uns da ab in Seehöhen von 1500 bis 2700 Meter Seehöhen hinauf. Also da von denen her schon ein sehr, sehr breites Feld und wir sehen spürbare Auswirkungen. Das ist zum einen das, dass wir einfach sehen, der Vegetationszeitraum, also die Dauer, wo Vegetation stattfindet, wird länger. Das heißt, der Vegetationsbeginn rückt einfach weiter nach vor. Wenn ich mir das anschaue, vor 30, 40 Jahren hat das Ganze 10 bis 14 Tage später stattgefunden als wir jetzt. Das heißt, die haben einen längeren Vegetationszeitraum. Wenn der Niederschlag da ist, wächst in den Zeitraum auch mehr. Und das sind halt dann die Auswirkungen, dass man sieht, ja, Verungrasung, Verbuschung, Verheidung, Verwaldung nimmt einfach zu. Und es geht Almfläche durch das auch verloren. Insbesondere wird es dann noch verstärkt, wenn die Tierzahlen nicht ansteigen, sondern eher rückläufig sein. Und das ist halt die Situation bei uns da, dass die Tierzahlen eher rückläufig sein. Und dann habe ich mehr Biomasse, die wächst. Dann glaube ich, sieht man das von selber, dass da sich eine Problematik einfach auch auftut. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich da Maßnahmen überlegt, um da gegenzusteuern, dass man einfach Almflächen
erhaltet und sich da entsprechend anpasst. Ja, jetzt hast du mir den Ball schon vor die Füße gespielt mit den Maßnahmen. Das interessiert uns natürlich. Wie reagiert ihr hier auf den Klimawandel? Welche Maßnahmen gibt es zum Beispiel in dem Projekt Klimafitte Alm? Es gibt eigentlich drei zentrale Maßnahmen, die wir da umsetzen wollen. Und das einfach auch gemeinsam umsetzen wollen. Das heißt, es braucht immer eine gute Einbindung für die Almverantwortlichen, von Hirtenpersonal angefangen bis hin zu denen, dass auch die Heimbetriebe, die Auftreiber da auch dahinter stehen. Eine für die zentralsten Maßnahmen ist eigentlich der Auftriebszeitpunkt, dass der optimal gewählt wird, dass der also wirklich frühzeitig stattfindet. Ja, dass der frühzeitig stattfindet, ist natürlich jedes Jahr anders zu wählen. Gell? Das ist auch immer wieder eine spannende Diskussion. Ja, wann können wir uns trauen, aufzufahren, weil wir sind eben dann doch in Seehöhen, wo es dann wieder einen Kaltlufteinbruch geben kann. Aber in der Tendenz, letztes Jahr sind wir schon Anfang Juni aufgefahren. Heuer war es etwas später, weil es halt ein schwieriges, ein kaltes Frühjahr war. Aber in der Tendenz muss man einfach mit dem Auftriebszeitpunkt weiter Anfang Juni bis hin zu Ende Mai, dass einfach der Weidebeginn einfach rechtzeitig erfolgt, dass einfach die Tiere dem Futternachwuchs einfach auch nachkommen. Das ist eine ganz zentrale Maßnahme, der Auftriebszeitpunkt. Der zweite Punkt ist einfach das, dass man dann die Tiere in entsprechender Anzahl mit Lenkungsmaßnahmen also dorthin auch führt, wo man einfach die Flächen hat, die man auch in Zukunft erhalten will. Also diese gelenkte Weideführung mit Hirtenunterstützung und mit Zaununterstützung ist ganz eine wichtige Maßnahme. Und eine dritte Maßnahme, die muss man sich auch ganz, ganz gut überlegen und anschauen, ist auch das, dass man gerade den Bereich der Wasserstellen optimiert. Die Tiere weiden natürlich am liebsten dort, wo auch dann das Wasser nicht weit weg ist. Und so kann ich eigentlich mit der günstigen Positionierung von Wasserstellen die Tiere dorthin lenken, wo ich diesen Weidedruck einfach auch haben will und wo ich einfach diese Verungrasung, Verunkrautung, Verbuschung und Verwaldung einfach auch hintanhalten will. Gut, Peter, vielen Dank für die Ausführung. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal zwei Maßnahmen detaillierter an. Bitte gerne. Wir möchten uns jetzt zwei verschiedene Maßnahmen anschauen, wie hier mit Klimawandelanpassung umgegangen wird. Wir stehen jetzt hier vor einer Kuhtränke. Peter, was hat es damit auf sich? Ja, eine wichtige Maßnahme ist eben die Optimierung von Wasserstellen. Wenn man das Konzept der gelenkten Weideführung umsetzen will, dann muss man eben wirklich schauen, ist die Anzahl der Tränkestellen ausreichend, befinden sie sich auf den richtigen Stellen, und das haben wir also da aktiv in Angriff genommen und haben insgesamt 6 neue Tränkestellen geschaffen. Und haben es somit also erreicht, dass die Tiere jetzt in diese Bereiche hingehen und die besser abweiden, wo wir sie also haben wollen. Speziell da in dem Bereich, die Tränkestelle hat man im letzten Jahr aufgestellt, heuer aktiviert. Da haben sich die Tiere eigentlich nie gern aufgehalten, weil auch vorher kein Wasser da war. Und heuer sieht man, dass sie sich sehr, sehr gern da aufhalten, dass die Stellen auch, die Flächen da auch sehr gut abgeweidet sein. Und so lässt sich das Konzept der gezielten Weideführung da also wirklich gut auch umsetzen. Und ihr arbeitet hier in dem Bereich auch mit Zäunen, ja? Genau. Zäune sind einfach wichtig, speziell in diesen tiefer gelegenen Weidebereiche, damit man einen Weidedruck aufbauen kann. Ohne Zaun verteilen sich die Weidetiere relativ schnell auf einer sehr, sehr großen Fläche. Mit dem Zaun kann ich sie einfach gezielt in einen Bereich verstärkt hinhalten, wo ich einfach einen Weidedruck aufbauen will, wo ich einfach
sagt, das ist meine zukunftsweite Fläche, da will ich, dass die gut ausgegrast werden und da will ich die Fläche einfach auch erhalten. Super, Peter. Vielen Dank. Bitteschön.